Der Erdkern von Kalidor. Ich hoffe, wir haben das richtige Material, aber das müsste passen. Klar passt das. Was passt? Jawohl! Bist du schon da? Ich beobachte das gerade von außen. Es sah gerade richtig cool aus. LOL, So. Phil, guck mal! Wenn das aktiviert Was? ist, komme ich hier nicht mehr rein. What? Ich kann hier einfach außen umherlaufen. Lol. LOL. Okay, ich beobachte das mal von hier. Das zweite Sprengpulver ist gerade verschwunden. Okay. Ah. Du hast das Teil geborgen, ne? Dann setz es mal ein. Ich beobachte es jetzt einfach von außen. Kalidor erweckt. So, jetzt kann ich auch Yeah. wieder rein. Warte, jetzt erstmal gucken, Wo das zweite Sch Sprengstoff hin verschwunden ist. Ja. Ah, da ist, ich sehe es. Echt? Daran? Ja, perfekt. Nice, okay, sehr gut. Puh, nochmal Glück gehabt. So, dann packe ich es halt an ein anderes ran. Wupp. Sehr schön. Okay, So, dann hast gehen wir mal du's? schon auf die andere Seite. Jawohl, so. Weil das habe ich nämlich vergessen aufzunehmen. Wir waren nämlich in der Zwischenzeit schon auf Desolo unterwegs, dem Mond von Silva. Und Goodbye. genau, ciao, hau rein. Und ich habe ganz vergessen, das zu zeigen, was es nun mit dieser, ja, mit dieser Außenbasis hat. Und Phil, du wartest einfach kurz mit dem Einsetzen, bis ich jetzt gleich Nee. da bin. Doch, ich Nee. teleportiere mich Nein. jetzt. Nein. So, und zwar, was es jetzt mit dieser Außenwelt auf sich hat. Hier könnt ihr es sehen. Ziemlich geiler Ort. Jetzt muss Phil das gute Teil einsetzen und BAM! LOL, guck mal. Das ist noch nicht. LOL, wir haben einfach mal zwei Stellen geskippt. Ja, ich weiß, ich hab's gemerkt. Das ist wahrscheinlich der andere Planet mit dem Mond dran. Das kann gut sein. Visania und das andere. Ja, die kommen jetzt eher als nächstes. Echt? Kalidor hat ja keinen Mond, oder? Nee, nee. Nur Visania und Sylva haben Monde. So. Genau, da kommt Visania und Kalidor, Visania und der Mond von Visania nehme ich als nächstes. Genau, so. Und man Machen wir als kann's. erstes den Mond, oder? Ja, okay, wäre ich dafür. So, man kann hier schon. Ah, guck mal, hier steht nicht entschlüsselbar, nicht klassifizierte Energiesignatur. In ein stumpfes Pentakoron eingebettet. Ah ja, die heißen dann sowohl Pentakoron. Ja, und das hier ist diese Außenplattform jetzt im Weltall. Die könnt ihr ganz einfach auffinden, mit einem Raumschiff einfach umherfliegen und über der Sonne, man kann sie sogar, wenn man hier so ein bisschen runterguckt, genau da ist sie. Es befindet sich einfach direkt über der Sonne, da unten kann man sehen. Und man kann hier erkennen, sieben Strukturen. Und da es natürlich insgesamt sieben Planeten gibt, heißt es, man muss tatsächlich in alle sieben Erdkerne hinein. Und das ist unser großes Ziel hier in Esturnia. Wir wollen das wirklich jetzt unbedingt durchziehen. Ich kann mich noch erinnern, als wir mal gesagt haben, wollen wir das wirklich machen? Und jetzt sind wir einfach so fleißig dabei. Es ist einfach geil. Und wir ziehen das durch. Genau. Also, heller Schnitt. Phil, du teleportierst dich schon mal zurück. Das dürfte Kalidor sein, der ohne den Mond. Ja, genau. Goodbye. Bye. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Genau, und wir dürften ja jetzt wieder neue Farben und alles erhalten haben. Stimmt. Oder? Hä? Bei Farben ist nichts da. Gibt's wenigstens neue Tänze? Ich glaube, ich teleportiere mich Das wird nochmal. wahrscheinlich erst beim nächsten Login freigeschaltet. Das kann gut sein. Okay, so. Und hier seht ihr die. Also jeden Planeten, den man aktiviert hat, kann man dann einfach hinreißen. Und hier ist Kalidor. Also, nix wie ab. Also, wir haben jetzt insgesamt schon 3 von 7. Zwei große Planeten. Einen Mond. So, Phil, wo bist du hin? Ja, komm. Warte, Ich verpiss mich schon mal zum Wagen. Okay, ich begebe mich schon mal auf die Außenhülle. Flupp.
Und dann run for it. Komm, änder bitte deine Gravitation, danke. Ja, ihr merkt, wir sind ein bisschen genervt, weil wir hatten ein paar Zwischenfälle, die System Error leider dringend beheben muss. Uns okay, ist... ich hab 3 Graphit. Okay, das ist noch... gut. Ah, wir haben ja noch ein Lager, perfekt. Ah ja, ich hab das... Okay, ich hab das Leuchtfeuer gefunden. Soll ich das wieder mitnehmen? Ich nehm's wieder mit, oder? Ja, nee, lass mal. Ui. Jetzt bin ich aber gerade geflogen. Ich hör dich gerade die ganze Zeit abbauen. Nee, bleib da. Nein. Okay, ich bleib da. Ich bleib da. Kannst du mich sehen noch? Nicht du. Achso, du hast wieder mit, ja, mit bestimmten... Ich rede mit Gegenständen. Genau, du redest mit Gegenständen. Ich komme jetzt hochgelaufen. Genau, das macht er viel gerne. Ich wäre, glaube ich, ein guter Let's Player. Ja, der Gegenstand-Let's Player. Hallo, willkommen. Ja. Klar, ich rede nicht mit dem Publikum, sondern mit den Gegenständen. Ey, genau. Hier, das Graphit. Oh, Graphit, fall nicht runter. Okay, das Graphit, das okay. Hat jetzt auf meinem Rucksack Platz genommen. Wir haben jetzt genug Graphit, auf geht's. Yo, ich kann's sehen. Pissen wir uns nach oben, ne? Steig ein. Ich steige ein. Du Bitch, du. Und dann vorsichtig, Gentleman-mäßig nach oben. Scheiße. Nach oben fahren. Nein, 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 nein. Aus. Böse. Pfui. Betreten! Dass es einfach stehen bleibt, weißt du? Ah, oh, 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 Magie! Es fällt nach hinten um, in Zeitlupe. Nio. Okay, dann fahr du mal. So, lass den Crit ansteuern. Der Crit macht eh nur Ungeheuer. Alter, die Gravitation, ne? Das ist richtig tricky. Ey, Gott, ich glaube, da müssen wir beim nächsten Planeten ein bisschen was anders gestalten. Ich glaube, irgendwie gesagt, oh, okay, warte. Das habe ich gleich. Weil ihr seht, ich komme kaum nach oben. Jetzt aber. Halleluja. Jawohl. Und langsam hoch, weil man schwebt hier wie ein Flugzeug. So, jetzt haben wir's. Okay. Also, Phil, 3 von 7, ne? Ja. Es kann fleißig weitergehen und ihr könnt schon erraten, was die nächste Aufnahme sein wird. Exakt. Wenn wir den 7. Erdkern freischalten und das 7. dieser Teile einsetzen. Gott, ey, das wird so geil. Das wird so geil. Unser Plan ist, dass die gute... Das wird so geil. Unser Plan ist, dass Deathfreak dann hoffentlich auch noch mit am Start ist. Das wäre dann Ultimas, Ultimo. Und wir sind schon ultra gespannt, was passiert. Wir erwarten was Krasses. Unsere Erwartungen sind hoch. Achievement Hunter, ey. Wir sind jetzt schon so durch dick und dünn gegangen, durch Bugs und Fehler. Wir haben Nerven verloren und wir haben so viele Stunden allein auf Sylva damals verschwendet, die ganzen Teile zu aktivieren. Also wir erwarten hier eine große Belohnung. Ja. Wir sind gespannt, was bis dahin passiert. Wir sehen uns also dann. Ja, beim letzten Erdkern wieder. Mal gucken, welcher Planet es sein wird, welchen wir als letztes aussuchen. Hast du schon irgendwelche Ideen eigentlich so? Nö, nicht wirklich. Mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass wir Glacio als letztes machen, den Eisplaneten. So Aatrox machen wir als vorletzten und Glacio als letzten. Ja. Weil vor Aatrox habe ich irgendwie Respekt. Mal gucken, ob wir auch direkt zuerst mal zum Erdkern können. Deshalb habe ich gemeint, dass wir... Wollen Visania als erstes den Mond machen und dann Visania selber. Ja, genau. Wir wollen jetzt nämlich noch austesten. Ja, erzähl. Genau. Weil beim Mond muss man sich nicht so weit runtergraben zum einen. Dann graben wir uns nämlich direkt zum Erdkern und testen aus, ob man den Erdkern auch aktivieren kann, ohne diese riesen Exostationen zu aktivieren. Genau, weil wir reisen mal kurz zurück in der Zeit. Wir waren ja in Kalidor schon mal sehr weit unten. Und da sahen die Teile ja eigentlich auch schon recht aktiv aus. Ja, eigentlich schon. So. Frage ist halt, dass wir bis jetzt noch nie bei dem Erdkern waren, ohne vorher. Ja, genau, das ist halt die Sache.
Wir waren halt damals wirklich so dumm und haben geglaubt, es ist der Erdkern, aber dabei waren es nur diese Teile. Säule. Ja, diese Säule. Säulen, die dann zum Erdkern führen. Ja. Wir haben uns halt da nicht noch ein bisschen weiter runtergegraben. Wir haben halt gedacht, das ist es jetzt. Naja, okay. So. Also, wir fahren hier noch vorhin hoch. Ich würde so mal sagen, wir sehen uns dann beim letzten Erdkern, ne? Also, tüdelü bis dahin. Genau, kann noch eine Weilchen dauern. Tüdelü bis dahin. Ja, tüdelü.